Die beiden Impfstoffe, die jetzt am weitesten vorangekommen sind in der Erprobung, sind beides Messenger-RNA-Impfstoffe. Das ist ein ganz neuer Typ von Impfstoff, den es bisher noch nicht gab. Das ist ein ganz neuer Typ von Impfstoff, den es bisher noch nicht gab. Ein experimenteller Coronavirus-Impfstoff. Die wirken ein bisschen anders als herkömmliche. Jetzt wird mit einem Gen geimpft. Dieses Gen Ein experimenteller Coronavirus-Impfstoff. kommt in den Körper rein und die Körperzellen produzieren dann selber diesen Fremdstoff. Nachgefragt. Bisher gibt es keinen einzigen zugelassenen Impfstoff, der auf Nukleinsäuren basiert. Es gibt seit 30, 35 Jahren Ansätze mit DNA-Impfstoffen und es gibt seit 10, eigentlich fast 20 Jahren mRNA-Impfstoffe. Im Detail kann ich es nicht sagen und werde ich es nicht sagen, aber so viel kann ich sagen. Bisher gibt es keinen einzigen zugelassenen Impfstoff, der auf Nukleinsäuren basiert. Das sind Nukleinsäure-Impfstoffe, das ist eine ganz neue Kategorie. Insofern ist hier sicherlich besonders auf nicht nur die Wirksamkeit, sondern auch die Sicherheit zu achten, weil das wirklich die erstmalige Anwendung im Menschen ist. Zum ersten Mal in der Geschichte der Medizin wird ein fremdes Gen in ihren Körper eingeführt, jetzt von einem Virus. Genveränderte Pflanzen wollt ihr nicht haben, ja, Tierversuche wollt ihr nicht haben. Alles verstanden, verstehe, ihr habt nichts dagegen. Aber wieso kommt ihr jetzt und sagt, ja, Genversuche an Menschen sind okay? Und da muss ich auch sagen, da müssen wir auch zum Thema Debatte auch einfach mal der Wissenschaft Glauben schenken. Also Debatte schön und gut, aber wenn ein experimenteller Coronavirus-Impfstoff erprobt, und ich verstehe, dass da in diesen Zeiten so ein Geschmack bleibt, aber da möchte ich schon appellieren, dass wir da einfach der Wissenschaft trauen müssen, dass dort nichts auf den Markt geschmissen wird, von dem uns jetzt plötzlich grüne Haare wachsen. Also wir gehen alle davon aus, dass im nächsten Jahr Impfstoffe zugelassen werden. Wir wissen nicht genau, wie die wirken, wie gut die wirken, was die bewirken. Wir wissen nicht genau, wie die wirken, wie gut die wirken, was die bewirken. Wie ist es denn dann mit Nebenwirkungen? Natürlich können wir bei so einer Impfung dann auch nicht wirklich Langzeitnebenwirkungen abfangen. Jetzt fehlt natürlich die Zeit, naturgemäß, um Wirkungen und auch Nebenwirkungen, mögliche Nebenwirkungen tatsächlich ausgiebig zu testen. Wie viel Sorge macht Ihnen das? Von dem, was wir wissen, sind die Nebenwirkungen bis jetzt eher mild, also keine schweren Nebenwirkungen scheinen aufgetreten. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wenn viele Menschen geimpft werden, also viel mehr als 40.000, wir wollen ja Millionen und Milliarden Menschen schließlich impfen, dass man dann natürlich auch das Nebenwirkungsprofil ganz genau beobachtet. Aber erst während das Ganze läuft quasi. Also wir verabreichen die Impfung und gucken dann, während sie läuft, ob es noch weitere Nebenwirkungen geben könnte. Ganz genau. Also wir verabreichen die Impfung und gucken dann, während sie läuft, ob es noch weitere Nebenwirkungen geben könnte. Ganz genau, ganz genau, ganz genau. Also wir verabreichen die Impfung und gucken dann, während sie läuft, ob es noch weitere Nebenwirkungen geben könnte. Ganz genau. Und da muss ich auch sagen, da müssen wir auch einfach mal der Wissenschaft Glauben schenken. Wir wissen nicht genau, wie die wirken, wie gut die wirken, was die bewirken, was die bewirken, was die bewirken. Aber ich bin sehr optimistisch, dass es Impfstoffe gibt. Da möchte ich schon appellieren, dass wir da einfach der Wissenschaft trauen müssen, dass dort nichts auf den Markt geschmissen wird, von dem uns jetzt plötzlich grüne Haare wachsen. Darum ist es eben auch so wichtig, dass jetzt nicht sofort dieser experimenteller Coronavirus-Impfstoff auf die Menschheit losgelassen wird, sondern eben noch weiter gewartet wird, um sicherzugehen, dass es da nicht schwerwiegende Nebenwirkungen gibt. Ganz genau. Notfallzulassung, das klingt nach schnell, schnell. Ganz genau. Der schnellste Impfstoff, der jemals zugelassen wurde, war einer, der 5 Jahre gebraucht hat. Also der Weltrekord für das Zulassungsverfahren, das Sicherheitsverfahren für den Impfstoff war 5 Jahre. Es hat noch kein Impfstoff schneller geschafft. Der Durchschnitt ist 8 bis 12 Jahre. Und das soll jetzt auf Monate komprimiert werden. Ganz genau. Wenn das so schnell ging, wie ist es denn dann mit Nebenwirkungen? Also wir verabreichen die Impfung und gucken dann, während sie läuft, ob es noch weitere Nebenwirkungen geben könnte. Diese Impfung
die ist wirklich der Gipfel des Verbrechens. Ganz genau. Also wir verabreichen die Impfung und gucken dann, während sie läuft, ob es noch weitere Nebenwirkungen geben könnte. Ganz genau, ganz genau, ganz genau. Natürlich können wir bei so einer Impfung dann auch nicht wirklich Langzeitnebenwirkungen abfangen. Das ist ganz logisch. Im Detail kann ich es nicht sagen und werde ich es nicht sagen, aber so viel kann ich sagen. Bisher gibt es keinen einzigen zugelassenen Impfstoff, der auf Nukleinsäuren basiert. Der Grund, warum sie bis jetzt nicht in die Anwendung gegangen sind, ist, weil sie eben nie in den längerfristigen Untersuchungen eine Langzeiteffizienz gezeigt haben oder weil sie eben signifikante Langzeitnebenwirkungen gezeigt haben. Signifikante Langzeitnebenwirkungen. Von dem, was wir wissen, sind die Nebenwirkungen bis jetzt eher mild, also keine schweren Nebenwirkungen seien anscheinend aufgetreten. Jetzt bin ich über ein Wort gestolpert, was Sie gerade gesagt haben, nämlich soweit wir wissen. Ganz genau. Notfallzulassung. Notfallzulassung. Jetzt fehlt natürlich die Zeit. Ganz genau. Um Wirkungen und auch Nebenwirkungen, mögliche Nebenwirkungen tatsächlich ausgiebig zu testen. Also wir verabreichen die Impfung und gucken dann, während sie läuft, ob es noch weitere Nebenwirkungen geben könnte. Ganz genau. Aber erst während das Ganze läuft quasi. Wir wollen ja Millionen und Milliarden Menschen schließlich impfen. Das ist ja ein ganz interessanter Punkt. Ganz genau. Diese Impfung, die ist wirklich der Gipfel des Verbrechens. Ganz genau. Ungewollte Immunreaktionen oder weil sie eben signifikante Langzeitnebenwirkungen gezeigt haben. Das sind eben die Hauptrisiken, auch Langzeitrisiken der RNA-Impfungen. Wie viel Sorge macht Ihnen das? Das ist ja ein ganz interessanter Punkt. Bislang haben wir Informationen, Presseinformationen der beteiligten Unternehmen, die jubeln naturgemäß. Alle erzählen uns jetzt, wer kriegt den Impfstoff zuerst? Die reden nicht, brauchen wir den überhaupt? Da gibt es keine Diskussion, zum Beispiel beim gemeinsamen Bundesausschuss oder beim IQWiG oder so. Wo sind die? Also Debatte schön und gut, aber da möchte ich schon appellieren, dass wir da einfach der Wissenschaft Glauben schenken. Es geht nur noch darum, der deutsche nationale Ethikrat. Wir müssen also ethisch entscheiden, wer diesen Impfstoff zuerst als erstes bekommt. Das reicht nicht für alle. Wir können es ja nicht allen geben. Das ist dieser typische Trick, es sind nur noch 3 Plätze da. Seht zu, dass ihr was kriegt. Das ist der Trick, den die Wirtschaft immer benutzt, wenn sie uns was andrehen will. Jetzt wollen sie uns diesen unnützen Impfstoff andrehen, von dem keiner weiß, ob er mehr Schaden als Nutzen bringt. Wahrscheinlich ist er sehr gefährlich, weil er ein völlig neuer Impfstoff ist. Ein experimenteller Coronavirus-Impfstoff. Viele davon sind völlig neue Arten von Impfstoff, die gar nicht als Impfung bisher galten, sondern erst seit 2009 überhaupt Impfung genannt werden dürfen. Was war vorher? Vorher waren das gentechnische Veränderungen. Genveränderte Pflanzen wollte ich nicht haben, Tierversuche wollte ich nicht haben. Alles nicht haben, verstehe ich, habe nicht dagegen. Aber wieso kommt die jetzt und sagt, Genversuche an Menschen sind okay? Und deswegen ist es wichtig, wir das hier jetzt erklären. Ich sehe das mit Schrecken, was die Medien machen. Ich sehe diese unkritische Berichterstattung über all diese Dinge. Dieselben Leute, die wie in der Taz, ich bin ja Taz-Genosse, ich habe immer noch Anteile da, das dauert 2 Jahre, bis man die zurückkriegt. Mhm. Ich bin entsetzt über das, was die Taz macht. Ja. Und ich habe, also die haben ja jede Woche was gebracht über GMOs, über Genetically Modified Organisms. Und jetzt, wo wir selber gentechnisch verändert werden sollen, angeblich weil es unter dem Etikett Impfung, ist das ganz toll. Und wir werden freigesetzt. Ich bin, wenn ich mich impfen lasse, ein Genetically Modified Organism nach der alten Diktion und laufe hier frei rum. Und die Grünen finden das toll. Mhm. Und der Habeck hat sogar mal geredet, wenn die Leute nicht freiwillig, dann müssen wir vielleicht Druck machen. Also, Druck machen passt. Natürlich hätte ich ein bisschen Angst vor Nebenwirkungen, weil der noch nicht so erprobt ist, der Impfstoff. Aber na gut, einer muss ja der Erste sein. Ganz genau. Antworten auf wichtige Fragen heute Abend von Professor Stefan Becker, Virologe an der Uni Marburg. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor, für das Gespräch im Heute-Journal. Sehr gerne. Ich denke, diese Impfung, die ist wirklich der Gipfel des Verbrechens. Das darf man nicht machen, auf keinen Fall.